Aha, jetzt darf ich wieder hier rausrennen und irgendwelche Scheiße machen. Gut, dann rennen wir mal raus und machen irgendwelche Mein Freund, Scheiße. wie geht's, Kamerad? Drei Fähigkeitspunkte, gute Sache. Schau mal. Was kriegt man hier? So, jetzt haben wir ein etwas vergrößertes Tattoo. Das könnte uns vielleicht helfen, aber obwohl es jetzt nur noch etwas Rotz gibt, das man jetzt erlernen kann, sagen wir so, nicht einstellen kann. So, sind wir draußen. Wo müssen wir hin? Schattenseite der Stadt. Untersuche Bad Town. It's Bad Town. So, wo müssen wir hin? Jetzt habe ich dadurch noch einen Fähigkeitspunkt erhalten. Also, aha, Talukmai. Dann müsste eigentlich der Was genauso mit Nachnamen heißen, oder? So. Nee, war es heißt mit Nachnamen Montenegro. Tada. So. Ah, ich habe jetzt neue Fähigkeiten, die ich mache. Gut, Fähigkeiten. So, da haben wir jetzt erstmal ein neues Gesundheitsfeld. Da haben wir jetzt vier und schauen mal, wo es per Schnellreise hingeht. Auf jeden Fall haben wir hier eine neue Schnellreise und müssen mal schauen. Wo ist sie denn jetzt hier? Ach, da, Bad Town. Schnellreise zu diesem Ort. Ja, genau, da will ich hin. Aber ich glaube, ich könnte ja erstmal mich umschauen, wo denn ein neuer Funkturm ist, weil dann könnte ich, das könnte ich gebrauchen. Besser so als ein Toter sein. Ich würde nie ein Hager mich auf der Liga seine Fäden durchgeschnitten haben. Die Siedlung. Es ist die aus meinem Traum. Scheint nicht gerade zu florieren. Ich frage mich, ob der Liga seine Fäden durchgeschnitten hat. Und seinen Traum ja. Besuche die Bar. Gut, jetzt haben wir erstmal das Spiel zum Aufkacken gebracht hier. Ich tue jetzt nämlich staunmäßig rückwärts laufen. Was? Gib mir mein Poster zu Sau? Nee, nee, nee. Danke. Wo muss ich jetzt lang? So, hier mal ein bisschen schwimmen, oder? Nee, brauchen wir doch nicht. Wo ist die Bar? Die Bar müsste dann wahrscheinlich hier oben sein. Nee, ist es doch nicht. Wo ist die Bar? Ach, hier drüben ist die Bar. Da ist zumindest dieser schöne gelbe Punkt. Da kann man ja mal schauen. Aber den Aufgang habe ich gerade nicht gesehen, wo der ist. Vielleicht komme ich auch gerade noch von der falschen Seite angerannt.
Wieso schleiche ich eigentlich? Hier sind doch alles Einheimische. Da ist es ja. So, da ist er jetzt an der Bar. Hi. Hi, ja, genau. Ich muss den Mann in Weiß finden. Ach so, ich laufe wieder standardmäßig rückwärts. Muss ich mal schauen hier. Genau, da ist er. Schon von Weißbrot gehört? Ah, schon wieder das Weißbrot. Immer erzählst du die Geschichte, wenn wir spielen. Wovon redet ihr, verdammt? Das Weißbrot entkommt aus Wars Gefängnis, dreht durch und killt Leute mit seiner Machete. Von allen Versionen der Story ist das die beschissenste. Wo bleibt das Drama? Klingt, als müsste heute eingreifen, wenn das stimmt. Heute würde den sofort kalt machen, das ist mir klar. Wahrscheinlich sogar mit seiner eigenen Machete. Hat er ja schon mit dem Minenbesitzer gemacht. Heute ist ein Künstler. Der Typ kriegt was Besonderes. Habe ich recht? Wie meintest du noch, sieht er aus? All in. Gut gespielt. Meiner Vision. Der führt mich sicher zu Keith und Oliver. Gut, jetzt muss ich dem Typ erstmal hinterher rennen. Obwohl wir immer noch rückwärts laufen, das finde ich jetzt nicht so prickelnd. Der Mann ist der Schlüssel, ich weiß es. Er darf mich nicht sehen. Okay, also wir haben jetzt ein ernsthaftes Problem. Ich laufe die ganze Zeit rückwärts. Es sieht bestimmt schön aus, wenn ich jetzt die ganze Zeit zurückwärts laufe hier, ne? Ich hätte dasselbe getan. Ich habe nämlich das Problem war, während er nachgeladen hat, habe ich nämlich gedrückt. Ach Gott verdammt! Da ich jetzt gedrückt habe, das S, deswegen hat er jetzt automatisch erkannt, dass ich immer noch das S drücke. Was ich natürlich nicht tue, ich drücke die ganze Zeit W. Merkt man ja hoffentlich. Wir müssen handeln. Aber es sieht bestimmt geil aus, wenn du so hinter dem Typen herläufst und so halb Moonwalk, halb. Ich hab aufgeschrieben, ich bin zwar geschickt mit den Händen, aber einen Stift halte ich eher selten. Hier ist dein Geld. Bring ihn hier rein oder werd ihn los! Hey, Ficky Ficky, Lucci Lucci, wärst du vielleicht interessiert? Ich muss heute arbeiten. Müssen wir alle, Baby. Ah, spannende Sache. Hier könnte man vielleicht mal nächstes Mal vorbeigehen, ne? Obwohl die jetzt hier nicht gerade gut aussieht. Aber endlich ist erstmal unsere Blockade hey, mit dem S weg. Du nicht etwas? Her damit. Ich bin krank. Ist das mein Problem? Nein, ich muss an den dranbleiben. Wo ist mein verdammtes Geld, Schlampe? Es geht mir nicht gut. Ich hab deine Medizin. Nicht, nein, bitte. Nimm schon die Mutter. Kein Geld? Was ist das, ha? Du nichtsnutzige Hure. Du bist ein spannende Sache da hinten. Aber gehen wir mal weiter. Wir dürfen ja A, den Typ nicht verlieren, B, nicht bemerkt werden. Bevor du stirbst? Ich bin einsam. Hast du Lust? Hi. Lust auf ein wenig Gesellschaft? Die redet immer so nett mit mir. Ich habe keine Ahnung. Ja, wie gesagt, man könnte mal nochmal vorbeischauen. Auf jeden Fall, der Typ, der hat irgendwie die Langsamkeit gegessen. Hoffentlich biegt er sich nicht wieder weg, ne? Scheint er so dazu halt zu sein, so wie es aussieht. Gut, jetzt sind wir fast am Ende. Oder rennt er wieder im Zickzack über das Dorf? Muss weniger Kaffee trinken. Geht mit dem. Erfolg, der ist weg. Betröte die Hüte und konfrontiere die Fremden. Gut.
Sekunden, dir zu sagen, wer du bist, bevor ich das C4 unter dem Tisch fernzünde und der ganze Laden explodiert wie eine Pulle Shampoo. Jesus! Glaube ich nicht. 5 Sekunden. Jason Brody. Echt? Ja. Du bist Snow White. Ja oder nein? Bei welcher Antwort werde ich gesprengt? Ein Pragmatiker. Sehr gut. Aber bist du auch ein Patriot, Jason Brody? Es ist so, ein echter Patriot hält sich nicht nur die Hand auf die Brust, wenn die Hymne im Stadion spielt. Das ist echt was für Schwuchtel, nimm's nicht persönlich. Ein echter Patriot saugt am Nippel von Lady Liberty. Hört er vom Tod eines Kameraden im Krieg, fragt der echte Patriot, haben wir gesiegt? Und feiert dann die Verkündung des Sieges. Also, bist du ein echter Patriot oder einer von diesen Hippies, die rumheulen, wenn's im Jeansladen keine Einstecktücher mehr gibt? Ein echter Patriot. Bingo, genau das wollte ich hören. Übrigens, Vaas hat einen Kumpel Oliver Caswell und Keith Ramsey finde ich auch noch. Warum suchst du nach ihnen? Es ist mein Job, hier über alles Bescheid zu wissen. Ich kann dir helfen, aber du musst mitspielen. Es gibt da was, was ich suche. Wir tauschen dann. Okay. Was ist das für ein cooles Ding hier? Das geht ja gar nicht. Ist das der Typ, mit dem ich gerade geredet habe? Ja. Aha, spannende Sache. Was bist du? Irgend so ein Spion? Kann ich weder bestätigen noch dementieren. Kleiner Spaß. Ich arbeite für Langley, Agent Willis Huntley. Großartig. Ich brauche Hilfe von der Armee und der Regierung. Das geht nicht. Bin angebettet, hab gar keinen Kontakt zur Hauptzentrale. Was? Du bist allein hier? Nein, scherzt du? Ich habe ein ganzes Team. Die sind im Einsatz, aber bald zurück. Diese Scans von ihnen stechen direkt in ein fettes Wespennest. Ich kann dir nicht mehr sagen, aber glaub mir, es ist groß. Sehr groß. Klingt groß. Ich brauche aber Infos von der Quelle. Geiles Teil. Ein tolles Ding. Das haben die im Krautland entwickelt. Hoyt Volker ist der Boss eines guten alten Freundes von dir. Vaas. Er ist gleichzeitig der Kopf des größten Menschenhändlerrings im Südpazifik. Und zusätzlich baut er Drogen an. Wenn wir also seine Felder anzünden und sein Boot, kommt er rüber auf diese Insel gepaddelt. Dann hab ich, was ich will. Und wir erfahren mehr über deine Freunde. Kapisch? Naja, sowas können echt nur Italiener sagen. Echt nur Italiener. Ist genauso italienisch wie Bunga Bunga. Ja, du weißt schon. Egal, hier ist das Teil. Wow. Danke. Genau das will ich hören. Vergiss das Boot nicht. Ja, na klar. Ich vertraue dir bei der Sache mit Hoyt. Also, nehmen wir jetzt mal das Ding hier auf. Hammern. Und wo müssen wir jetzt hin? Schauen wir mal. Ich spiele mit. Aber nur so lange, wie es mir bei meiner Suche Wie es dir bei der Suche hilft. Also, hier sind wir ja im Bereich des Nichtsnutzigen. Haben vielleicht doch irgendwo... Wo haben wir denn... Wo haben wir denn unseres Ziel? Ich find's nicht, ich find's nicht. Ich könnte kotzen. Ach so, ich muss mal die neue Aufgabe annehmen. Weiß Dennis mehr über Hoyt. Genau. Hi, Dennis? Jason, hast du was gefunden? Die Vision hat mich zu dem Mann in Weiß geführt. Der Kerl ist ein Spion oder sowas. Komisch. Von so einem habe ich auf der Insel noch nie gehört. Er hat mir von Vaas Boss erzählt. Hoyt. Hoyt Volker. Halt dich fern von dem, Jason. Vaas ist vielleicht verrückt. Aber alles Böse auf der Insel kommt von Hoyt. Er hat Vaas den Verstand rausgepustet. Er hat alles in der Hand hier. Wow. Okay, ich pass auf. So, was müssen wir machen? Drittens Nest, Wespennest. Reiche die Drogenfelder. Ja, jetzt habe ich einen schönen Punkt auf der Karte. Aber erstmal, Freundchen, gehen wir zum Funkturm. Kannst mich mal, ja. Ich will erstmal mal sehen, was hier los ist. Dann muss ich noch zum nächsten Funkturm. Weil wenn ich hier irgendwo rumlatsche, das wird nichts.